So Leute, welcome back bei Let's Play Final Fantasy 9. Ja, Steiner, verdammt, wurde ins Hinterzimmer eingesperrt. Und muss nun das Gegengift süffeln. Nicht übel. Dieser Bitte kann ich nicht nachkommen. Du hast es doch selbst gesehen. Um uns herum sind lauter gierige Monster, Ausgeboten des Nebels, die auf eine günstige Gelegenheit warten. Die machen wir doch alle platt, wenn wir zusammengehen. Mag sein. Aber was wird dann aus den Verletzten? Die nehmen wir mit? Dann sind wir aber wenig mobil, wenn die Monster über uns herfallen. Für die Prinzessin tut's mir zwar leid, aber sei es drum. Meine Leute genießen Vorrang. Dreck, verdammter! Bis sich die Verletzten einigermaßen erholt haben, wird die gesamte Tantalus hierbleiben. Und auf eigene Faust irgendwas unternehmen gibt's nicht. Eine Frau im Stich lassen? Das hätte ich von dir nicht erwartet. Oh, hier fliegen ja richtig die Fetzen. Hier gibt's auch einige Sachen. Ach, hier ist zum Beispiel eine Kiste. Wenn man genau hinsieht. Mit einem Bronzefäustling. Schön. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nö. Ey, was spannst du mir hinterher? Oh, Active Time Events. Ja, man kann ja jetzt auswählen, was man denn ansehen möchte. Also ich finde dieses Feature ganz cool. Ruby. In Alexandria zurückgelassen. Wo sind denn all? Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann diesen Dialekt überhaupt nicht. Wie gesagt, manche Active Time Events sind auch wirklich nur Schwachsinn, weil einfach nur, ja, sinnlos. Ich breche hier aus, okay? Es ist doch ein leichtes, aus so einer kleinen Kammer auszubrechen. Aber es ist manchmal sehr interessant und sehr amüsant auch. Raus, lass mich sofort hier raus! Bin ich etwa noch nicht völlig entgiftet? Steiner wird verrückt. Was ist das? Eine Puppe? Prinzessin Garnet, 15 Jahre alt. Welch Schande, einer solch hässlichen Puppe den Namen der Prinzessin zu geben. Außerdem ist die Prinzessin bereits 16 Jahre alt. Und überhaupt, warum sieht die Puppe so abgegriffelt aus? Da wurde dran rumge... Oh, nochmal. Mein kleiner Schatz. Die Puppe wurde vergewaltigt. Da irgendwo müsst doch Seisefix. Such. Ich finde Kinder, der sieht irgendwie so interessant aus. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was sein Outfit darstellen soll. Der sieht irgendwie... Ich weiß es nicht. Wie so ein Fetischist oder irgendwas. Sie ist einfach nicht zu finden, Sefix. Wo ist nur mein geliebte Garnet-Puppen hin, Sefix? Ohne die kann ich nachts nicht gut schlafen, Sefix. Der Typ ist so kaputt, ey. Sie wird doch nicht vom Feuer verschlungen worden sein. Ja, das glaube ich nicht. Nein, Steiner hat sie gerade und vergnügt sich mit ihr. Hey, Blank. Hab ihm gerade die Medizin verabreicht. Der Kleine wird schon wieder. Warum schaust du nicht mal nach ihm? Er wollte sich sowieso bei dir bedanken. Okay. Es gibt also Pflanzen, die Menschen fressen? Kein Wunder, das ist ja hier der verwunschene Wald. Okay. Er scheint allseits bekannt zu sein, dieser Wald. Armreif erhalten. Yay. Gibt's sonst noch irgendwas hier? Dip. Gab's hier nicht irgendwas? Nö. Na gut, dann gehen wir mal hier rein. Dip. Aber hier ist noch eine Kiste. Äther. Okay. Und hier oben gibt es noch was, wenn wir hier die Treppe, diese Leiter hoch. Hier hinten. 116 Gil unterm Kopfkissen gefunden. Wow. Oh. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Ach was, nichts zu danken. Wir wären ohne deine Magie genauso dran gewesen. Für einen kleinen Mann scheinst du mir aber geübt im Umgang mit der Schwarzmagie. Sag bloß, du hast Komplexe wegen deiner Größe. Wer solche Schwarzmagie wirken kann, der darf auch ein wenig mehr Selbstvertrauen besitzen. Nicht aufs Aussehen kommt es an, sondern aufs große Herz, um den Willen, seine Träume verwirklichen zu wollen. Ja, sieh dann, du bist ja auch nicht gerade der Größte, ne? Tut mir leid, dass das Mädchen wegen mir... Ach was, das war ja nicht deine Schuld. Überlass nur alles Sidan hier. Ihr rettet sie aber bestimmt, ja, Herr Sidan? Hey, wir sind doch Kumpel. Ich bin einfach nur Sidan, okay? Ja, okay, Sidan. Okay. Der Kleine fühlt sich wohl auch schuldig. Ich habe ihm zwar versprochen, gar nicht zu retten, aber das ist leichter gesagt als getan. Nein. Oh, Flashback.
Als ich ihr begegnete, nein, als ich ihr begegnete, da war da noch ein anderes Gefühl. Oh, er hat sich verliebt. Och, wie süß. Eine schicksalhafte Begegnung? Ach, Quatsch. Andererseits, warum nicht? Ich krieg sie auch nicht aus meinem Kopf. Was soll ich nur tun? Na, auf jeden Fall retten gehen. Na logisch. Was gibt's da noch groß zu überlegen? Du lernst wohl auch nie dazu, was? Hey Blank, was hast du denn jetzt wieder vor? Ich werde Prinzessin Garnet retten gehen. Und die alte Rosttaube nehme ich auch mit. Ist das dein Ernst? Du weißt doch gar nicht, was dich im Wald erwartet. Und außerdem wird der Chef so eine Aktion mit Sicherheit nicht dulden. Erzähl mir was Neues. Naja, du warst ja schon immer ein Trotzkopf. Nun geh schon und regle die Sache mit dem Chef, sonst kommst du noch zu spät. Bevor ich das mache, werde ich aber hier lang gehen. Hier gibt's nämlich noch einige Sachen. Gibt's hier noch was? Nö. Hey Markus. Den nervenden Alten aus Alexandria haben wir in die kleine Kammer gesperrt und so. Manchmal gibt er ein verdächtiges Grunzen von sich, aber ansonsten verhält er sich ruhig und so. Also muss ich jetzt doch erst mit dem Chef labern. Fürchterlich, dieses Geräusch. Dann werden wir also alle sterben? Nein, hier liegt noch was. Der Latexhelm ist aus dem Schrank gefallen. Der Latexhelm? Was für Steine. Gibt's hier noch... Hatschü! Gesundheit. Hab dich schon erwartet. Dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Du gehst also sie also doch retten? Ich hab ihr mein Wort gegeben, dass ich die Sache mit ihr durchziehe. Nach deinen Beweggründen habe ich doch gar nicht gefragt. Und die Prinzessin ist ja auch wirklich ein süßes Ding. Kein Wunder, dass du dich verguckt hast. Das ist doch schon ein triftiger Grund. Und, bist du bereit? Die Gesetze der Tantalus sind streng. Bei dir mache ich da keine Ausnahme. Ich weiß. Was willst du von mir, Alter? Gut, wenn du bereit bist, kannst du dich mit mir im Frachtraum nebenan stellen. Macht er eigentlich alle Türen mit dem Fuß auf? Mann. Wir sollen uns ihm stellen. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nein, okay. Ja, ein kleiner Kampf. Bei diesem Kampf können wir auch einige Sachen von ihm stibitzen. Hast du deinen Frieden mit dir gemacht? Ja. Lass uns anfangen. Kämpfe mit mir. Ich kenne keine Gnade. Ich auch nicht, mein Freund. Wir können jetzt, wie gesagt, wieder etwas stehlen von ihm. Wie bei nahezu jedem Boss. Wow, was für ein Riesenschwert. Genau das werden wir jetzt auch tun. Bam 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 bam. Übrigens, ich hoffe, dass der Sound nicht hinterher leckt. Bei den Aufnahmen, die ich bis jetzt gemacht habe, ist es nicht der Fall. Freut mich. Mal sehen, ob sich in Zukunft auch so verhält. Wenn ja, entschuldige ich mich jetzt schon mal im Voraus dafür. Hallo? Der stolpert die ganze Zeit. Ja, das dauert jetzt eine Weile, bis man das hier, was ich möchte, klauen kann. Aber es lohnt sich, glaube ich jedenfalls. Ich weiß nicht mehr genau, was es ist. Bam! Wow! Huah. Falchion! Ja, das ist natürlich für Steiner ein Schwert. Gibt's noch irgendwas? Und so... Oh. Er kommt auf mich drauf gestolpert. Okay, das war's. Jetzt kann ich ihn niederknüppeln. Bam, 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 bam. Na komm, mach hinne. Ich find sie dann irgendwie mit seinem Schwänzchen irgendwie voll knuffig. Also ich weiß auch nicht. Bam. Ja, das kitzelt ja richtig. Ja, ich mach schon ordentlich Schaden. Das sieht aus wie ein Saiyajin eigentlich. Bam, 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 bam. Oh, hast du deinen Angriff versäumt? Bam. Oh, scheiße, verfehlt. Muss das sein? Ich kann auch flüchten. Kein Entkommen möglich. Oh Gott. Ich glaube, das ist immer so. Er greift zweimal an und dann stolpert er zweimal. Und dann greift er wieder an und dann stolpert er wieder. Na. Und außerdem erinnert mich dieser Typ irgendwie an Heidegger aus Final Fantasy 7. Ich weiß auch nicht warum. Bam. Okay, das war's.
Wir haben Bark besiegt. Die Runde geht an dich, sieh dann. Na, 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 na. Yeah. Vielen Dank. Na, 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 na. Oha. Gar nicht schlecht. Das hat sogar wehgetan. Geh schon und kümmere dich um die Prinzessin. Ja. Wenigstens ein bisschen Rücksicht hättest du ja nehmen können. Aua. Oh Mann. Okay. Respekt, Zidane. Ich habe die Tür zur kleinen Kammer aufgeschlossen. Den Rest überlasse ich dir. Perfekt. Wir haben Bark besiegt. Wir haben die Herausforderung oder die Challenge also hinter uns gebracht. Und im nächsten Video werden wir uns aufmachen zur Rettung von Prinzessin Garnet. Bis zum nächsten Mal, Leute, bei Let's Play Final Fantasy 9. Euer Lucifer.